Einen wunderschönen Freitagabend, liebe Leute. Heute möchte ich mal probieren, eine Körpercreme selber zu machen. Ich habe mir dazu ein Rezept ausgesucht von Schwatzkatz. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung mit. Und ich nehme euch einfach mit in meine Küche. Meine Körpercreme soll bestehen aus Kakaobutter, Mandelöl, Arganöl, etwas Vitamin E. Das tut der Haut gut und der Haltbarkeit der Kosmetik auch. Und als Duft habe ich mir Vanille ausgesucht. Jetzt fange ich also an, 50 Gramm Kakaobutter abzugeben. Na, das war ein bisschen zu viel. Aber wir achten auf Sauberkeit. Also gehen wir da mal nicht mit den Fingern rein. Um das zu viel wieder rauszuholen. So, jetzt sind das 50 Gramm Kakaobutter. Genau, sei mal bitte so gut. Und pack sie dann gleich wieder in den Kühlschrank, denn ich hebe mir meine Kakaobutter gerne im Kühlschrank auf. So, dann habe ich hier einen Topf mit Wasser stehen. Der ist dafür da, dass die Kakaobutter gleich aufgeschmolzen wird. Und laut Rezept sollen da jetzt noch 20 Gramm von dem Mandelöl mit rein. Und 20 Gramm Mandelöl. Das habe ich mir jetzt in mein Schmelztöpfchen reingepackt. Und das wird jetzt im Wasserbad bei relativ niedriger Temperatur aufgeschmolzen. Und in der Zeit kann ich mir schon mal das Wirkstofföl, das sogenannte Wirkstofföl, die ätherischen Öle, vielmehr das ätherische Öl und mein Vitamin E zusammentun. Das braucht also, das heißt, ich glaube, dafür nehme ich lieber die kleinere Waage. Die ist ein bisschen präziser. Jetzt brauchen wir 10 Gramm von dem Wirköl, sogenannten Wirköl. Mandelöl nennt sich Basisöl und das Arganöl nennt sich Wirköl. Also ich glaube, mit der Tropfpipette wird das langwierig. Genau, also jetzt haben wir gerade mal 1 Gramm. Das heißt, ich bin jetzt mal mutig. Dann braucht es 1 Gramm Vitamin E. Das kann da auch alles gleich mit rein, denn auch das Vitamin E soll zur gleichen Zeit in die Creme wie das Wirköl. Das ist noch gar nicht offen. Das ist noch gar nicht offen, für Geier. Dann kann ich natürlich lange kippen. Jetzt aber 1 Gramm Vitamin E. Und ganz zum Schluss noch das Duftöl.
davon. Da ist leider nicht verzeichnet, wie viel das sein soll. Davon nehme ich auch 1 Gramm. In der Hoffnung, dass das dann nicht viel zu viel wird. Ich habe mir hier ein Töpfchen vorbereitet, in das dann die Mischung zum Abkühlen kommt. Wie sieht das aus? Das sieht aus wie, es schmilzt noch nicht. Gut. Dann gebe ich dem Wasser erstmal ein bisschen. Ach nein, das ist ja kalt wie eine Unterschnauze, da kann nichts schmelzen. Dann werde ich gleich noch einen kleinen Schaber brauchen. Und da ich Zutaten in meine Kosmetik reinrühre, die ich prinzipiell auch essen könnte, kann ich dafür ganz normal einen Kuchenteigschaber nehmen. Jawohl, das Wasser wird warm. Also nehmen wir jetzt mal die Hitze wieder runter und schmelzen das Ganze langsam auf. Dann drücke ich jetzt den Topf mal nach hinten und schalte den Herd aus. Denn jetzt kommen wir zu diesem Töpfchen. Da kommt jetzt zunächst mal die aufgeschmolzene Kakaobutter mit dem kleinen bisschen Mandelöl hin. Ich habe gerade festgestellt, ich habe das falsch rum gemacht, denn so konntet ihr das gar nicht sehen. Aber ich glaube, wie man etwas von einem Behälter in den anderen schüttet, könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Wir haben hier im Moment 34 Grad drin. Das soll ein bisschen kühler werden. So, und das, was da drin ist, das ist ja Kakaobutter und Mandelöl. Das kann ich also einfach mir auf der Hand abwischen. Das Thermometer kommt jetzt dann erstmal nicht mehr zum Einsatz, beziehungsweise wird erstmal gründlich unter heißem Wasser sauber gemacht. Denn Sauberkeit ist das A und O. Da kommen wir gleich zum Thema Haltbarkeit der selbstgemachten Kosmetik. Diese Körpercreme wird so lange haltbar sein, wie das nächste ablaufende Haltbarkeitsdatum es aussagt. Die kürzeste Haltbarkeit hat mein Arganöl mit noch weiteren 5,5 Monaten. Das heißt, wenn ich jetzt sauber gearbeitet habe und die werdende Körpercreme im Kühlschrank aufbewahre und zwar am besten lichtsicher, weswegen ich ein undurchsichtiges Töpfchen gewählt habe, dann kann es durchaus, oh Himmel, dann kann es sein, dass sie sich bis zu 5,5 Monate von jetzt an hält. Ich bin sehr gespannt. Und noch viel mehr, ob sie bis dahin nicht schon längst verbraucht ist. Gut, dann kommen da jetzt der Rest Mandelöl, das Arganöl und das Duftöl hinein und das Vitamin E. Ich mische das hier in dem Becherglas so ein bisschen, dass das jetzt ein wenig milchig aussieht, ist vollkommen normal. Das ist das Vitamin E. Jetzt haben wir da alles aus dem
Becherglas drinnen. Jetzt wird das Ganze hier nochmal vermischt. Dann darf es hier noch in Ruhe abkühlen. So ungefähr eine halbe Stunde. Und dann geht die werdende Körpercreme bis morgen in den Kühlschrank. Und morgen früh kann ich das Ganze dann mit dem Mixer ein bisschen aufschlagen, damit es wirklich Creme wird. Dann wollen wir mal schauen, wie sich die Ölmischung von gestern verhält. Die ist also schön fest geworden und jetzt ist das Ganze so eher körperbutterartig. Aber ich möchte ja eine Creme draus haben. Also nehmen wir jetzt den Schneebesen und schlagen das auf. Gut. So. Genau, so sieht das aus, was da am Rührer hängt. Tja, das ist die Hautcreme. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie heute zum ersten Mal verwendet. Ich bin vollkommen begeistert. Man braucht sehr, sehr wenig. Sie schmilzt ganz schnell auf der warmen Haut und ist ruckzuck eingezogen. Mein ganzer Körper duftet nach Vanille. Das ist ein Traum. Und ich glaube, ich mache die nochmal. Vielleicht habt ihr ja auch Lust dazu. Was macht ihr denn so an Kosmetik selber? Macht ihr überhaupt sowas selber? Schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare, das wäre echt klasse. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich wünsche euch eine traumhafte Woche. Denen, die kommende Woche in den Urlaub gehen, kommt gesund zurück. Habt viel Erholung, habt viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.